herzlich willkommen zur akademischen Mittagspause. Wurde schon gesagt, ich bin heute aus Mannheim angereist. Ich leite dort eine nachwuchsklinische Kooperationseinheit, nennt sich das. Und das bedeutet im Grunde genommen, ich bin ein Zwitterwesen. Zum einen bin ich Fachärztin für Innere Medizin und arbeite in der Hämatologie und Onkologie an der Universitätsmedizin Mannheim. Und ich betreue dort die vor allen Dingen ambulanten Lymphompatienten. Und zum anderen bin ich eben Grundlagenforscherin und habe eine Nachwuchsgruppe am DKFZ. Ich möchte heute über Lymphome sprechen, denn das ist der Gegenstand meiner klinischen Tätigkeit und meiner Forschung. Was sind Lymphome? Viele von Ihnen werden den einen oder anderen kennen, der eins hat. Lymphome sind die häufigsten hämatologischen Krebserkrankungen. Und Lymphome sind extrem bunt. Lymphome kommen bei allen Altersklassen vor. Mein jüngster Patient ist 21, meine älteste Patientin ist 93. Lymphome kommen bei Frauen und Männern und allem dazwischen vor. Lymphome kommen in jedem sozioökonomischen Status vor. Also ein Lymphom kann jeden treffen. Lymphome kommen an allen Stellen des Körpers vor. Lymphome kommen in allen Organen vor. Lymphome sind also ein extrem vielseitiges Bündel an Erkrankungen, das auch biologisch ein ganz breites Spektrum aufweist. In den letzten Jahrzehnten hat sich in der Lymphomtherapie durch die pharmazeutische Forschung extrem viel getan. Es gibt mittlerweile eine Fülle an Therapieoptionen, ob das die Chemotherapie ist, sogenannte gezielte BTK-Inhibitoren, jetzt ganz neu, haben Sie vielleicht in der Zeitung schon mal gelesen, die KT-Zellen, Antikörpertherapien schon etwas älter, alle möglichen Therapien, die das Immunsystem versuchen zu mobilisieren, verschiedene kleine Moleküle, die auf ganz genaue Signalwege gehen. Also es gibt ganz viele Optionen und noch viele mehr werden gerade entwickelt oder sind im Kommen. Aber was wir noch nicht haben, ist für irgendeine Lymphomerkrankung irgendein Marker, der uns erlaubt zu sagen, für diesen Patienten, wie er da steht, wie er da liegt, ist jetzt diese Therapie die richtige. Und das muss man sagen, obwohl in den letzten 2, 3, 4 Jahrzehnten enorme Forschung da hereingegangen ist und vor allen Dingen Forschung nach den genetischen Grundlagen der Lymphomerkrankung. Dazu muss man sagen, die Gene sind bei den Lymphomen nicht alles. Und vielleicht müssen wir erkennen, die Gene sind vielleicht sogar das Wenigste. In so einer Zelle, eben auch in einer Lymphomzelle, werden aus Genen durch Abschreibung Transkripte gemacht und aus mRNA-Transkripten werden durch Translation Proteine gemacht, also Eiweiße der Zelle. Und die werden nochmal ganz individuell an allen möglichen unterschiedlichen Stellen verändert. Und dadurch erhöht sich die Komplexität nochmal ganz wesentlich, sodass wir sozusagen Millionen von verschiedenen möglichen Werkzeugen haben. Und bisher hat sich die Forschung ganz wesentlich nur auf diesen Teil hier konzentriert. Mein Ansatz auch aufgrund meiner Ausbildung und Vorerfahrung ist, dass die Proteine, die möchte ich erfassen. Und zwar die, die in dem Moment in diesem Lymphom aktiv sind, sodass ich wirklich erkennen kann, was treibt gerade diese Erkrankung an. Und dadurch hoffe ich eben auch sagen zu können, wie wählen wir jetzt die beste Therapie aus. Es gibt einen kleinen Trick, wie wir darüber etwas lernen können. Denn aus der Gewebsbiopsie ist das gar nicht so einfach, Proteine herauszubekommen. Aber Zellen unterhalten sich. Alle Zellen unseres Körpers unterhalten sich miteinander, indem sie kleine Signalbläschen miteinander austauschen, indem sie in diese kleine Portionen ihres Innenlebens gewissermaßen verpacken. Das ist eine Erkenntnis, die noch gar nicht so alt ist. Die ist erst in den letzten 15 Jahren überhaupt entdeckt worden. Und diese Kommunikation zwischen den Körperzellen, die die Lymphomzellen besonders heftig betreiben, die möchte ich sozusagen, wie der Titel des Vortrags auch sagt, belauschen.
Diese Kommunikationsbläschen nennen sich extrazelluläre Vesikel. Auch da gibt es viele verschiedene, das muss uns nicht heute nicht interessieren, aber die schwimmen in allen Körperflüssigkeiten herum, im Blut, im Speichel, in der Muttermilch, im Urin, in der Flüssigkeit um unser Gehirn, überall sind diese kleinen Bläschen. Und wenn wir die nun als Hämatologen natürlich erstmal aus dem Blut versuchen zu isolieren, dann gibt es ein paar ganz wesentliche Probleme, die bisher verhindert haben, dass das in großem Maßstab gemacht wurde. Nämlich, wenn das Gesamteiweiß im Blut ist, dann ist das, und dass die meisten das von Ihnen jetzt hoffentlich gar nicht so richtig sehen können, was da erschienen ist, hat auch seinen Sinn. Denn die Menge, die in diesen Vesikeln an Proteinen, an Eiweißen verpackt ist, ist winzig im Vergleich zu all dem, was drumherum schwimmt. Das heißt, es ist extrem schwierig, von den Aufreinigungsverfahren her wirklich diese spezifischen Bläschen zu erwischen und das zu analysieren und nur das, was in diesen Bläschen ist. Und dann kommt noch eine zweite Sache dazu, nämlich die Blutzellen selber. Die produzieren ebenfalls solche Vesikel, also die Zellen im Blut. Und man kann sich vorstellen, da kommt jemand, ein Patient in die Ambulanz, ich nehme das Blut ab und dann ist das Röhrchen da. Und das Röhrchen ist da und dann geht das ins Labor und das wird noch transportiert und das liegt noch herum, weil noch keiner Zeit hat. Und in dieser ganzen Zeit produzieren die Zellen in diesem Blut immer mehr Vesikel, sodass sozusagen die tatsächlichen physiologischen Vesikel immer weniger, immer kleiner werden, der Anteil, und immer weiter die Diagnostik erschweren. Und nun ist es leider so, Eiweiße, Proteine kann man nicht vermehren. Und das kann man nicht amplifizieren, nennen wir das. Das ist der große Unterschied zu Genen. Genen, wenn ich weiß, worauf ich gucke, kann ich immer beliebig vermehren und dann kann ich sie bequem analysieren. Bei Proteinen kann ich das nicht. Das heißt, da bin ich darauf angewiesen, dass meine Methodik so ausgerichtet ist, dass sie eben ganz genau dieses kleine bisschen von den Körper und vor allen Dingen von den Lymphomzellen stammendes Material erwischt. Wir haben dazu in meinem Labor einen relativ komplexen, aber mittlerweile gut etablierten Aufreinigungsprozess entwickelt. Und ich möchte jetzt einfach beispielhaft zwei Projekte nennen, die wir mit dieser Methodik bearbeiten. Das eine ist, wir haben uns gefragt, warum kriegen wir so unterschiedliche Zahlen, wenn alle Arbeitsgruppen auf der Welt, die daran arbeiten, diese Vesikel analysieren, dann kommen hier 10 hoch 11, da 10 hoch 9, da 10 hoch 8, da 10 hoch 10 Vesikel pro Milliliter heraus. Warum? Und das ist wenig erforscht. Und eine Idee, die wir hatten und die natürlich auch quasi aus der Sicht des Onkologen gesteuert ist, kann es vielleicht sein, dass das auch an der Tageszeit hängt. Denn viele Sachen ändern sich mit der Tageszeit, vielleicht viel mehr, als wir so realisieren. Als Onkologe weiß man, wenn Leute Tumorfieber haben, das kommt immer abends. Leute, die Fieber wegen des Tumors haben, die haben das immer abends. Also nicht nur der Körper, sondern auch zum Beispiel Krebserkrankungen sind im Tagesverlauf rhythmisiert. Und deswegen haben wir eine kleine klinische Studie gemacht, wo wir einfach gesunden Probanden und Krebspatienten einmal rund um die Uhr Blut abgenommen haben und daraus diese Vesikel isoliert haben. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, das sind die Melatonin- und Cortisolspiegel im Tagesverlauf. Und da sieht man bei den gesunden Probanden hier, die sind ganz gut im Rhythmus. Das haben wir also offenbar durch ausreichende vorherige Bitten und Warnungen bei diesen Probanden gut hinbekommen, dass sie immer zur gleichen Zeit schlafen gegangen sind die vergangenen Tage. Und das heißt, die Daten, die wir bekommen, können wir ganz gut interpretieren. Und momentan sieht es so aus, als ob die Schwankungsbreite am Vormittag deutlich geringer ist als zu den anderen Tageszeiten. Das ist natürlich was, was uns dann helfen kann, unsere Diagnostik sinnvoll abzunehmen. Das nur ein kleiner Blick auf das Projekt. Ein zweites Projekt, was uns sehr am Herzen liegt als Lymphomforschungsgruppe, ist, wie können wir jetzt bei den Lymphompatienten die Marker letztendlich herauskristallisieren, die uns nachher helfen, die Therapie zu steuern.
Und wenn Sie die großen Krebszentren der Welt angucken, in Amerika zum Beispiel, die sagen, ich hätte gerne 1500 Proben, Erstdiagnose hochmalignes Lymphom, und dann bekommen die die und dann analysieren die die. So geht das bei uns nicht. In Mannheim geht das so nicht und in Heidelberg geht das, glaube ich, so auch nicht. Deswegen haben wir einen Trick gemacht. Wir haben eine kleine klinische Studie aufgesetzt, wo wir den Patienten nicht nur Blut abnehmen in dem Moment, wo sie kommen, bei Erstdiagnose, sondern auch, wenn sie therapiert werden, nach Ende der Therapie, wenn die Krankheit weg ist und traurigerweise eben auch manchmal, wenn die Krankheit wiederkommt. Und durch den Vergleich all dieser verschiedenen Werte haben wir am Ende des Tages Marker herauskristallisiert, in diesem Fall, was ich hier zeige, bei aggressiven Lymphomen, die tatsächlich nur dann da sind, wenn die Lymphomerkrankungen aktiv sind. Und nicht nur einzelne Marker, sondern ganze Netzwerke. Das heißt, dieses große Potenzial, das die Methode hat, scheint offenbar zutage zu fördern, dass wir ganze Signalnetzwerke von der Lymphomzelle erkennen können. Da stehen wir noch ganz am Anfang, da arbeiten wir fleißig dran. Und wer sind wir? Das ist meine fleißige Arbeitsgruppe in Mannheim über den Dächern unseres Labors. Und ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.